Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich mache jetzt nach längerer Zeit mal wieder Fahrgeschäftssimulator. Weil, ja, hab Bock die Reihe wieder weiterzumachen. Weil, ich mach's zwar so, dass ich alle, will ich kurz erklären, bla bla bla. Damit ich übrigens alle Simulatoren auch spielen kann, werde ich mir die runterladen und dann nach der Aufnahme ehrlich gesagt halt wieder löschen. Nee, wegen meinem Laptop. Weil mein Laptop hält es sonst nicht aus. Schade. Also ich war auf dem PC damals, ich hatte alles voller Simulatoren. Ich habe ja auch damals immer Videos gemacht. Ich weiß, die Performance ist vielleicht nicht gerade die beste. Ich lasse aber meine Facecam weg, dass es ein bisschen besser ist. Zudem habe ich gerade alle Tabs geschlossen. Außer, da, den hier. Erstmal die Erklärung. Für die, die es natürlich nicht wissen, jetzt kommen auch wieder bla bla bla. Aber hey, wissen. Also was ihr hier seht, mein Bildschirm leckt. Also was ihr hier seht, ist Artistico. Artistico ist ein Fahrgeschäft, das es leider seit einigen Jahren nicht mehr auf deutschen Plätzen gibt. Hater würden sagen, das ist einfach nur eine riesige Schaukel. Und nein, es gibt nämlich einen Unterschied bei der. Erstens, also die Sitze. Sieht ihr schon echt direkt, ich kann gerade nicht vorne laufen, weil meine W-Taste kaputt ist. Mies. Zum Glück ist die nicht so wichtig. Die Sitze gucken nämlich nach außen. Bei einer normalen XXL-Schaukel gucken sie nach drinnen. So, jetzt gehen wir aber in das Steuerpult. Ich muss nebenbei mein Handy einhaben. Das werdet ihr natürlich nicht sehen, weil ich kenne mich mit der Steuerung nicht aus. Ich habe sozusagen ein Handbuch abfotografiert. So. Also natürlich als allererstens das hier. Dann glaube ich das. Nee. So, also die Maschine ist ein, ist an. Wir machen übrigens Außenansicht, ne? Also jetzt gehen wir zurück zu unserer vorherigen Position. Ich meine, wir können natürlich auch das Ding von innen machen. Aber ich bin so ein Dulli, der das nicht, der da nicht richtig sieht. Natürlich machen wir trotzdem eine Fahrt. Ich weiß ehrlich gesagt nur noch nicht, wie wir das Fahrgeschäft später anhalten. Alter, wie das gerade rumglitscht. LOL. Das mache ich mal kurz Nacht. Warte.
Da ist auch ein Knopf für die Bremse, aber den finde ich nicht. Es müsste irgendwie hier sein. Nur, ich kann ihn nicht betätigen. Schwierig. Ich meine, ja, die Schaukel wird ja an sich schon langsamer. Trotzdem. Probiere ich mal hiermit. Geht Zettel gleich an. Ich weiß, ich habe jetzt nicht großartig viel von Aufregung her gesagt, weil ich mich teilweise auf die Sache konzentriere. Und ich bin ehrlich, wenn ich mich auf etwas konzentriere, dann rede ich nicht so viel. Deshalb rede ich auch nicht so viel in meinen Gaming-Videos, weil ich mich auf das Spiel konzentriere und ich kann nicht mich konzentrieren und reden gleichzeitig. Ich hab's geschafft. Aber ich kriege das Ding nicht hoch. Sorry. Ja. Wie gesagt, ich bekomme das Ding halt nicht hoch. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst bitte ein Like da. Damit würdet ihr mich auf jeden Fall unterstützen. Und lasst doch auch bitte gerne einen Kommentar dort in meine Kommentardinger, ne? Ja, trigger den Algorithmus, wenn ihr solche Videos mögt. Ich meine, also insgesamt, ich meine, Leute, ich kann nichts dafür, wenn es Stop Motion ist. Ich sag's nochmal zum tausendsten Mal. Ich kann nichts dafür. Warum ist es Stop Motion? Ganz einfach. Das liegt nicht irgendwie an meiner Ausrüstung. Ich könnte euch tatsächlich sagen, ich könnte mir den super geilsten Computer holen. In der Theorie. Und es würde trotzdem so sein. Warum? Ganz einfach. Weil es das Internet ist. Das Internet hier ist grottenschlecht. Ganz einfach. Und deshalb leckt es so. Ich sag's nochmal. Und ich werde es nicht nochmal sagen. Aber auf jeden Fall trotzdem. Lasst doch gerne ein Like da. Wie gesagt. Und komm, abonnieren. Glocke aktivieren. Aber lasst lieber ein Like da. Finde ich besser. Weil. Ja, auf jeden Fall, ich möchte jetzt nicht zu lange rumreden. Ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, in Zukunft mehr wieder
Fahrgeschäftssimulatoren-Videos machen, weil finde ich echt nice. Und ja, ich weiß, ich rede nicht viel in meinen Videos. Das liegt einfach daran, dass ich mich auf die Sache konzentriere. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss.